So, Leute, sind wir beim nächsten Booster. Wir haben Modern Horizon 2 Collector Booster. Ja, Modern Horizon 2. Das famous Modern Horizon. Und ich will euch nicht lange auf die Folter spannen. Wir gehen direkt rein. Ich habe mega Bock, das zu öffnen. Oshard Strider, 6 Mana, 6-4. Wenn ihr ein Spiel bekommt, kriegen wir 2 Food Token, weil es ein Baum ist. Versteht ihr? Baum. Und wir 2 Mana Basic Land Cycling. Okay. Echo Ring Return. Die Karten sind angeschlagen. Fug. Ein schwarzes Mana Sorcery bringende Kreatur und alle mit demselben Namen aus dem Friedhof zurück auf die Hand. Nicht schlecht. Ethereum Spinner, 3 Mana 2-1. Immer wenn man einen Zauber cast, Mana 4 oder mehr, kriegt man einen Top damit fliegend. Okay. Lightning Spear, 2 Mana eine Kreatur, ausgerüstete Kreatur, plus 1 bis 0 und Trampel. Für 3 Mana können wir den Opfern, um 3 Schaden zu schießen und Equip. Sehr cool. Goblin Trap Runner, 4 Mana 4-2. Wenn er angreift, flippen wir 3 Coins. Und für jeden Flip, den man gewinnt, kriegen wir einen Goblin Token. Getappt angreifend. Achso, weil die hier nicht in diese Spikes gelaufen sind. Wow. Glorious Enforcer, 7 Mana 5-5, fliegend Lifelink. Zu Beginn des Combats, wenn man mehr Leben hat als der Gegner, kriegt die Doppelschlag bis Minnesota. Nicht schlecht. Oh, stimmt. Hier waren diese wunderschönen Swamps drin. Die sind in Etched voll da drin. Oh, ich mag die wirklich. Dann haben wir einen Brayer Apprentice. Schade. 3 Mana 2-3, wenn ein Spiel bekommt, kreieren wir einen 1-1 Top da. Tappen, wir können Artefakt opfern und können die oberste Karte unseres Decks exilen und wir können sie spielen. Oder wir können eine Kreatur plus 2 bis 0 geben. Nicht so geil. Gargadon, 7 Mana, 7, 5 Trampel mit Suspend für 2 Mana und 5. Oh, oh, oh. Fractured Sanity, 3 blaue Mana, der Gegner mit 14 Karten, Cycling mit jeder Spieler 4 Karten. Und wir haben Generosity's Gift. 3 Mana wird zerstören, permanentes und der Beherrscher kriegt einen 3-3 Elefanten in Rainbow Foil Old Border. Okay. Flutter und 1 Mana 1-2, 3 Mana tappen Investigate. Ja. Gorilla Shaman ist eine coole Karte. Ein rotes Mana 1-1 und für XX und 1 zerstören wir nicht Kreaturen-Artefakte mit Mana-Kosten, Mana-Value von X. Sehr coole Karte, auch in Edged Foil. Und oh mein Gott. Verdant Catacombs. Old Border Edged Foil leider. Aber tappen, opfern, unser Deck nach dem Sumpf oder im Forest durchsuchen und den getappten Spiel bringen. Oh, Edged Foiling. Warum Edged Foiling? Es hätte Rainbow sein können. Egal, trotzdem sehr, sehr coole Karte. Und wir haben noch ein. Oh mein Gott. Sword of Hearth and Home. 3 Mana. Die equippte Kreatur kriegt plus 2 und hat Schutz vor Grün und vor Weiß. Immer wenn die equippte Kreatur dem Spieler Schaden zufügt, könnt ihr die oberste Karte, könnt ihr eine Karte, die eine Kreatur, die ihr kontrolliert, exilen und sie wieder ins Spiel bringen. Am Ende des Zuges. Und ja, danach kann man sein Deck nach einem Schlangenland durchsuchen und sie ins Spiel bringen. Geil. Food. Top da. Blackie ist zufrieden. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Ablexed. Ciao, ciao.